Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu Thais Tagebuch Eintrag Nummer 7. Ich kann es noch nicht fassen. Ich komme damit noch nicht so wirklich klar. Es ist, ja. Muss mich erstmal noch kurz sammeln. Was gab's Neues bei uns am Spieltisch? Die Erweiterung. Also die Spielplanerweiterung. Ich stelle jetzt mal hier so ein bisschen hin. Ach, gefällt mir. Die ist echt cool. Größere Felder. Nachdem wir festgestellt haben, in Partie 6 uns reicht der Platz auf dem Plan nicht. Haben wir gesagt, oh, kein Problem. Meine Reaktion war, ich bestelle das jetzt einfach. Und dann haben wir das nächste Mal, wenn wir spielen, direkt die größeren Felder. Ja, und es verging genau eine Woche bis zum nächsten Scythe-Spiel. Wir haben uns eigentlich zu zweit oder zu dritt zusammengerottet, haben gesagt, wir spielen auf jeden Fall Scythe am Spieleabend. Und dann waren wir am Schluss zu fünft. Wieder eine Fünf-Spieler-Party. Und jetzt hätte ich ja die Chance gehabt, dass ich jede Fraktion einmal ausprobiert habe. Allerdings haben wir die Luftschiffe mit reingenommen. Hey, die allererste Partie von uns mit den Luftschiffen und nicht nur mit den alternativen Spielendebedingungen. Wir hatten also die großen Felder mit den Luftschiffen, mit beiden Erweiterungsvölkern auf dem Feld. Wir hatten quasi all in. Also alles, was hier auf dem Tisch steht, war auch auf dem Spieletisch. Ein Kollege, der tatsächlich schon zwei Partien für sich entscheiden konnte, hat das Volk der Togawa gespielt. Ich habe mich dafür entschieden, Team Albion zu spielen. Warum? Weil ich gucken wollte, ob wir mit den Luftschiffen eine erhöhte Mobilität erreichen können und so quasi dieses langsame Volk so beflügeln können, dass es vielleicht gewinnt. Zwei Neuigkeiten. Erste Neuigkeit. Das allererste Mal konnte tatsächlich die weiße Fraktion Polania bei uns am Tisch gewinnen. Das allererste Mal. Vorher lese ich noch, oh, Polania, übermächtig, total stark, mit den zusätzlichen, mit diesen zwei Möglichkeiten bei den Begegnungen und selbst Anfänger und Leute, die noch nie mitgespielt haben, können mit Polania gewinnen. Ich habe das Gegenbeispiel. Ich hatte in Partie 3, meine ich, und in Partie 6. Jeweils Neulinge am Tisch, die weiß gespielt haben, die ich darauf nochmal hingewiesen habe, nehmt die Fraktionsfähigkeiten, nutzt die, geht drauf, dass ihr die Erkundungen findet etc. Die haben es entweder ignoriert oder versucht oder trotzdem gemacht und es hat nichts gebracht, absolut nichts. Die sind beide krachend, ja, irgendwo hinten, weit hinten gelandet und dieses Mal hat es Weiß tatsächlich geschafft zu gewinnen. Mit 9 Dollar Vorsprung vor dem zweiten und 10 Dollar Vorsprung von mir. Ihr seht, es knabbert noch ziemlich an mir. Das nagt. Ich, der ewige Zweite, der ewige Scythe Zweite wird Dritter. Gut, besser Dritter als Vierter oder Fünfter. Ja, mit nur 1 Dollar Rückstand. Das Einzige ist, ich habe mich verzockt. Ich habe mich tatsächlich, ich kann sagen, ich habe ja, mir diesen dritten Platz selber zuzuschreiben. Da wäre mehr drin gewesen, da wäre deutlich mehr drin gewesen. Warum? Ich war auf der Ansehensleiste quasi noch ein Sternherzchen von dem dritten Bereich entfernt. Ich habe noch ein Gebäude gehabt. Ich hatte eine Fabrikkarte, mit der ich Gebäude bauen konnte für 2 Geld. Und noch ein Herzchen, also ein Ansehen bekommen. Ihr merkt, ich hätte einen Stern gesetzt. Ich wäre im obersten Bereich gewesen. Ich hätte mich noch bewegt und verbreitet in meinem Zug, weil ich ja die Fabrikkarte genutzt hätte. Was mache ich? Ich werde angegriffen. Ausgerechnet von Georg, ja? Der in Partie Nummer 6 sein erstes Scythe-Spiel tatsächlich hatte. Wir haben es geschafft, ein Spiel von der Liste Spiele, die ich mit Georg unbedingt spielen möchte, nämlich den Platz 1, endlich zu spielen. Georg hat endlich Scythe mitgespielt. Er hat leider krachend verloren, also leider für ihn. Dieses Mal hat er mitgespielt und statt blau schwarz gespielt, hat es probiert, hat die Fähigkeiten von schwarz ausgenutzt bis zum bitteren Ende. Georg war kampfsüchtig, so ein richtiger aggressiver Diktator. Ja? Der hat nichts Besseres gewusst, als die ganze Zeit mal abwechselnd jeden zu attackieren. Und warum sage ich jetzt, dieses Spiel habe ich verbockt und es wäre eigentlich ganz anders ausgegangen. Georg hat es geschafft, in seinem Zug 2 Kämpfe zu führen. Einmal gegen den
Kollegen, der gewonnen hat mit der weißen Fraktion und einmal gegen mich. Leider muss man dazu sagen, Republik Polania hatte zu diesem Zeitpunkt 0 Kampfpunkte, 0 Kampfkarten. Das heißt, rein in den Kampf! Kein Kampfpunkt, keine Kampfkarte, unentschieden, Angreifer gewinnt, Polania verliert, muss sich zurückziehen. Aha, gewonnener Kampf. Für Georg bedeutete das, einen Kampfstern setzen. Das war schon Kampfstern Nummer 4. Jetzt kam der Kampf gegen mich. Ich dachte mir so, ich könnte jetzt so gut wie alle meine Stärke reinbuttern, meine Kampfkarte reinschmeißen und dann gewinne ich mit großer Wahrscheinlichkeit mit 3-4 Punkten Vorsprung. Könnte es auch knapp ausrechnen, kann es mir ausrechnen, was wie wo ausgeht. Aber dann werde ich Angriffsziel. Ich hole mir lieber das Gebiet im nächsten Zug zurück, dann passt es, dann baue ich mein letztes Gebäude, gehe in den obersten Ansehensbereich rein, hole mir das zurück, weil dann ziehe ich mich jetzt einfach zurück. Hab mich dann mit nur einer Kampfkarte, mit einer 4er Kampfkarte zurückgezogen. Georg setzt seinen vorletzten Stern und sagt, dann mache ich jetzt fertig, dreht seinen Auftrag rum, Auftrag ausgeführt, auch noch diesen Stern gesetzt. What? Dadurch gingen mir, Achtung festhalten, ich habe es hinterher durchgerechnet mit der App, einfach weil es mich interessiert hat, gibt es eine schöne App zum Size-Endergebnis berechnen. Ich habe auf diesem Weg festhalten, es schmerzt immer noch, $23 verloren. 23. Das wäre ein krachender Sieg geworden. Ein Sieg. Und wer hat's verbockt? Ich hab's mir selber verbockt. Ich kann keinem die Schuld geben. War ich allein. Wir hatten so viele Kampfsterne in diesem Spiel gesetzt. 3 Fraktionen haben 2 Kämpfe gewonnen. Jan, unser Togawa-Spieler, hat nur einen Stern gesetzt. Das macht 7 Kampfsterne. Plus 5 von Georg. Wir hatten allen ernstes 12 Kampfsterne. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Wir hatten da 2 Pyramiden aufgebaut. 12 Kämpfe. 12. Nochmal zum Mitschreiben. 12 Kämpfe in Scythe. Ein Spiel, was eigentlich nicht kampfbetont ist, wo der Kampf nicht im Mittelpunkt steht. Nein, es ist eigentlich eher Area Control, relativ friedliches Voreinander dahinsiedeln, Gebäude bauen etc. Nein, dieses Mal hatten wir ein Kampfspiel. Wir haben quasi Risiko in einem alternativen 1920er Setting gespielt. Auf den Karten von Scythe haben wir uns gegenseitig die ganze Zeit auf die Mütze gegeben. Ja, es ging gar nicht anders. Ja. Es ging teilweise gar nicht anders. Es hat sich teilweise angeboten. Es gibt so gewisse Mitspieler, die zum Beispiel die Republik Polania spielen, die dann einfach mal anderen anfangen, Ressourcen zu klauen. Und nur weil man es kann, klaut man die Ressourcen zurück. Oder wie auch immer. Oder jemand anders klaut sie. Und so wandern die Ressourcenreihe um. Polania hat es geschafft, 5 Erkundungen zu haben. Ich habe es mit Team Albion geschafft, 3 Erkundungen zu haben. Wir müssen dazu sagen, wir haben die Luftschiffe mitgespielt, wir haben Personen auf den Luftschiffen transportieren können, die also Arbeiter auf den Luftschiffen mitnehmen. Und dadurch hatte Team Albion natürlich den großen Vorteil, relativ schnell in die Fabrik zu kommen. Noch besser lief es tatsächlich mit ein bisschen Zufallsunterstützung für Team Polania. Der werte Mitspieler hat im ersten Zug seine erste Begegnung gehabt, weil wenn wir im gleichen Feld wie das Luftschiff mit unserem Anführer starten, hat er einen Bewegungsboost von plus 1. Also los geht's. Erste Erkundungstoken. Oh, ich bekomme Metall. Oh, ich kann mir direkt unten mit der Sekundärfähigkeit meinen Mech bauen. Cool! Mech gebaut. Und dann nächste Runde. Oh, und mache ich hier produzieren. Oder hat er da erst ein Mech gebaut? Könnte auch so gewesen sein. Auf jeden Fall. Oh, wunderbar. Dann habe ich jetzt meinen Mech. Ich kann jetzt durch ihn in 10 rein und kann aus 10 wieder raus. Und in der dritten Runde dann, oh, mein Luftschiff steht ja schon wieder bei meinem Anführer. Kann ich 2 Felder weit laufen? Und guck mal, ich laufe in den See rein, laufe aus dem See raus, bin in der Fabrik. Runde 3 in der Fabrik. Sagen wir es mal so. Ich habe es nicht weniger geschickt gespielt. Ich hatte in Runde 3 meine zweite Begegnung, stand ein Feld von der Fabrik entfernt und wäre in Runde 5 in der Fabrik gewesen. War ich dann auch. Weil besagter Spieler dann gesagt hat, ach, jetzt hat er die Fabrikkarte, jetzt ist er mobil, jetzt kann er im Prinzip von Runde zu Runde sich da übers Feld schlängeln und kann schön gucken, dass er an Begegnungsmarker rankommt. Hat er auch geschafft, wie gesagt, 5 Stück.
Ich hatte drei. Ich glaube, der Rest von der Mannschaft hatte jeweils nur einen. Und rote Fraktion, ich glaube, Russiet hatte zwei. Polania und Albion haben quasi das Feld abgegrast, was die Begegnungsmarker betraf. Ich habe es dann am Schluss selber verzockt. Wie gesagt, es war ein sehr, 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 sehr kampflastiges Spiel. Mit einer ausgenutzten Spezialfähigkeit eines schwarzen Spielers, Saxonia, mit 5 Kampfsternen. Also es war was, sowas habe ich wirklich noch nie erlebt. Ganz, 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 ganz krass. Und was ich auf jeden Fall sagen kann, die Luftschiffe, die machen was her. Das sieht auf dem Spielplan geil aus. Ich blende euch ein paar Bilder dazu ein. Ja. Das sieht mega gut aus. Und jetzt meine wirklich eine Empfehlung meinerseits. Ihr seht ja hier die Größe der Hexfelder. Wenn ihr mit Luftschiffen spielt, wenn ihr mit Luftschiffen spielt und ich sag mal 4 oder mehr Spieler seid, dann lohnt sich diese Gameboard-Erweiterung. Weil es wird verdammt eng. Wenn da dann auch noch Luftschiffe drüber schweben, dann wird es noch enger. Deswegen würde ich sagen, bei 4 Spielern beginnt der kritische Bereich. Spätestens beim 5. Spieler gönnt's euch. Gönnt euch diese kleine Gameboard-Extension und kauft sie nicht überteuert. Also die wird tatsächlich teilweise gehandelt für Preise jenseits von Gut und Böse, irgendwo über 30 Euro. Die gibt es für 15 Euro bei Amazon. Ich mache hier keine Schleichwerbung oder sowas. Die gibt es teilweise auch noch günstiger, ist teilweise noch nicht lieferbar. Also mit Glück bekommt ihr die zwischen 10 und 15 Euro und finde ich persönlich, ist das Geld wert. Zum Zweiten kann man diese Erweiterung einfach mit in den Basiskarton reinpacken. Das passt gerade noch so, wenn man gut packt. Man steht da so einen Millimeter über. Tut also auch nicht weh. Die Luftschiffe bringen eine große Mobilität gerade für die Erweiterungsfraktionen, insbesondere Albion. Sie bringen auch insgesamt eine erhöhte Mobilität. Und wir haben in diesem Fall noch mit einer alternativen Spielendebedingung zusätzlich gespielt. Das heißt, wir hatten wirklich alles. Und diese Spielendebedingung hat einfach geheißen, habe deine 6 Sterne gesetzt. Aber zusätzlich gab es für jedes Mal, wenn man der Erste war, der in einer Rubrik seinen Stern gesetzt hat, 5 Dollar aus der Kasse. Ist ganz nett, würde ich sagen. Ist, hat was. Reizt natürlich auch, den einen oder anderen Stern als Erstes zu setzen und sich so ein bisschen von den anderen versuchen zu distanzieren und abzuheben. Luftschiffe, wie gesagt, imposant, bringen Möglichkeiten. In dem Fall war es eine akute Bewegung. Hat uns gut gefallen, werden wir auch weiterspielen. Was wir auch gesagt haben, also Kollege und ich wollen auf jeden Fall mal Scythe in einer 2-Spieler-Partie spielen und gucken, wie tatsächlich die Luftschiffe im Spiel zu zweit zünden. Wie das denn so, ja, tut in Anführungszeichen. Wir haben auch schon, ja, wieder den nächsten Termin für Scythe. Direkt am Montag wird es wieder auf den Tisch kommen. Wöchentlich dann waren es 3 Wochen beim Spielemontag in Folge und ich sag mal innerhalb von, muss aufpassen, dass ich Falsches sage, innerhalb von 5 Wochen 4-mal, das ist rekordverdächtig, ja. Und ihr merkt, ich schwärme für dieses Spiel. Ich habe es schon im letzten Tagebucheintrag gesagt, ich habe da einen Spielekollegen, der liebe Rüdiger, der 2-mal Scythe gespielt hat. Okay, er war das erste Mal tatsächlich Opfer einer falschen Übersetzung bzw. eines Regelfehlers, wo die eine Fraktionsfähigkeit, der Mechfähigkeit der schwarzen Fraktion einfach schlecht erklärt oder falsch erklärt in den Regeln ist. Seither ist er so ein bisschen verhalten, ein bisschen, ja, ich sag mal, er ist immer noch nachtragend, was das betrifft, dass er im ersten Spiel halt nicht so lief, hat deswegen auch ein zweites Mal gespielt, war in der Partie 6 ja mit dabei und nach Partie 7 hat er jetzt gesagt, hey Leute, lass uns da mal einfach zusammen an den Tisch setzen oder auf dem Sofa sitzen und wir reden moderiert über Scythe, unsere Erfahrungen, versuchen gegenseitig uns zu entkräften oder uns den Ball zuzuspielen, verschiedene Argumentationen und das werden wir auf jeden Fall machen. Und dazu brauchen wir eure Mithilfe. Alle, die schon Scythe gespielt haben
eure Erfahrung. Schreibt's in die Kommentare. Bitte, bitte, bitte. Ich habe ja schon gesagt, für uns war es das erste Mal, dass Weiß gewonnen hat. Wäre ich nochmal dran gewesen, wäre der weiße Spieler unter Fern Oliven gewesen. Er hätte ja eh keinen Kampf mehr gewonnen. Dadurch wäre er nur noch verdrängt worden. Von Runde zu Runde wäre es für ihn tatsächlich schlechter gewesen, weil er keine Gebiete mehr kontrolliert hätte. Er hat auch nur ein Gebäude in seinem Heimatbereich. Das ist tatsächlich auch noch so eine Anmerkung zu diesem Spiel, bevor ich jetzt zu ein paar abschließenden Worten sage. Ich glaube, wir hatten am Schluss 5 Gebäude stehen und 3 davon gehörten mir. Keiner hat sich auf diese Spielende-Boni mit den Gebäuden tatsächlich konzentriert. Viele lassen das komplett außen vor und beachten das gar nicht. Ich habe es jetzt schon mehrfach festgestellt, auch in Erstpartien. Klar, da ist es ein bisschen zu viel, da ist es erschlagend. Scythe ist definitiv Kennerspiel plus oder ein Expertenspiel sogar. Ich würde es als Expertenspiel sehen, weil man braucht eigentlich 2-3 Partien, um tatsächlich durchzusteigen. Die Einstiegshürde ist nicht gerade gering, gerade wenn man gegen erfahrenere Spieler spielt, ist die noch höher. Man kann da ziemlich reintappen bei dem Spiel. Und ja, gerade diese, ich sag mal, unterschiedlichen Ansichtsweisen, da werde ich auf jeden Fall noch mit dem Rüdiger eine schöne Diskussion vor der Kamera führen. Wir haben einfach gesagt, das werden wir so ein bisschen moderiert, das Ganze auffassen. Unser Eindruck bislang. Es ist gut gebalanced, es funktioniert hervorragend. Ich meine, okay, ich trete hier jedes Mal den Beweis an, von Party 1 bis Party 6. Jedes Mal habe ich mit einer anderen Fraktion den zweiten Platz belegt. Vielleicht hätte ich dieses Mal tatsächlich die gelbe Fraktion spielen sollen. Dann wäre ich garantiert auch Zweiter geworden. Außer die rote Fraktion hat noch keine Fraktion zweimal gewonnen in 7 Partien. In der 7. Partie hat das erste Mal tatsächlich die weiße Fraktion gewonnen. Die hätte nicht mehr gewonnen, wenn das Spiel länger gegangen wäre. Deswegen auch meine Meinung, keine Fraktion ist übermächtig. Die weiße schon gar nicht. Die hat zwar gewisse Vorteile, aber es birgt sich natürlich auch ein gewisses Risiko. Weil wenn man aus diesen Erkundungen einen Haufen Ressourcen generiert, die Ressourcen liegen beim Anführer. Die Wahrscheinlichkeit, dass da noch ein Mech mit drinsteht und vielleicht ein Arbeiter oder sonst was, ist relativ gering. Wenn man sie nicht direkt verwursteln kann, weil man vielleicht mit einer Fabrikkarte dahin gegangen ist zu der Erkundung, dann liegen die Ressourcen da eine Runde oder sogar 2 Runden oder 3 Runden. Da muss man irgendwie aufpassen. Wenn dann jemand anders kommt und dir auf die Mütze haut, dann sind die Ressourcen futsch, ganz einfach. Und das sind so diese Sachen, da sage ich, so leicht spielt sich die Fraktion gar nicht. Die hat so einen gewissen Twist, so einen gewissen Nachteil auch. Und für mich ist eigentlich eher so die rote Fraktion die Fraktion, die so ein bisschen dankbarer ist. Man muss sich 2-3 Runden im Voraus planen, für Anfänger spielt sich's hervorragend. Man kann hier direkt geradeaus spielen, ohne einen Nachteil zu haben, weil man kann ja jede Aktion beliebig oft wiederholen und darf eben auch die Aktion der Runde vormachen. Das ist schon ein Vorteil, ein nicht zu vernachlässigender sogar. Man ist so viel mobiler, was andere Fraktionen sich natürlich durch die Fabrikkarte ausspielen müssen. Also da hat es schon den ein oder anderen kleinen Benefit für die rote Fraktion. Ansonsten bin ich von Scythe immer noch nach wie vor begeistert. Ihr könnt euch fast jetzt schon darauf einstellen. Ich kann es euch eigentlich schon versprechen. Nächste Woche zur gleichen Zeit findet ihr hier das nächste Scythe-Tagebuch. Dann ist es Partie 8. Entweder berichte ich dann, mit der gelben Fraktion gespielt zu haben, oder ich berichte von vielleicht meinem Sieg oder einem schlechteren Abschneiden. Oder aber ich berichte von einer Zweispielerpartie. Wir versuchen da auch ein bisschen was auszuloten, das Spiel wirklich auszukosten. Irgendwann muss auch noch die 7-Spieler-Partie sein, nachdem wir in der 6. Partie die 6-Spieler-Gruppe hatten. Einfach, dass wir mal alles durch haben. Und dann bin ich gespannt, was ich euch berichten kann. Lasst in den Kommentaren, was sind eure Erfahrungen? Was sollten wir betrachten, wenn wir dieses Scythe-Gespräch, diesen Scythe-Talk durchführen? Dieses Talk-Sofa, dieses moderierte Sofa, Benny versus Rüdiger, Rüdiger versus Benny, Scythe, Hot oder Schrott, nennen wir es, wie wir es wollen. Wir schauen dann mal, wie das Ganze betitelt wird. Das könnte interessant werden, ja? Und deswegen, lasst mal diesbezüglich Kommentare da. Sollen wir dieses Format ausführen? Sollen wir das ausstrahlen? Was sind so eure Anmerkungen, eure Fragen vielleicht auch an uns als Scythologen, Scythe-Experten, whatever. Scythe-begeistert bin ich auf jeden Fall, auch wenn das TH nicht unbedingt mein Fall ist. Scythe ist mein Freund und ein cooles Spiel, was ich immer wieder gern spiele. Und wenn irgendjemand sagt,
Spielen wir Salz. Ich bin dabei. Auch wenn es sein muss, mitten in der Nacht. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen. Spielt doch mal eine Runde Scythe. Selbst im Spiel zu sechst haben wir bloß gute 2 Stunden gebraucht. Macht's gut und bis bald.